So, hallöchen und herzlich willkommen zu F1 Karriere 2017 oder umgekehrt. Ich glaube, ich habe mich gerade versprochen. Naja, jetzt kommt das Qualifying. Oder wir müssen Achter werden oder irgendwie sowas. Unseren Teamkollegen sowieso schlagen. Nicht ins Gesicht, aber naja. So, hier, da entwickle ich hier noch die Verbrennungsmotorhaltbarkeit. Das ist immer ganz gut, sowas. So, sieht hier alles gut aus. Das ist auch 64% abgenutzt. Und das auch. Das ist ein bisschen scheiße, ne? Wenn ich das auch noch ausbauen würde, würde es wieder dauern. Wegen Qualifying. Aber vielleicht mache ich den hier mal. Der braucht, glaube ich, nämlich sehr lange. Wenn ich den hier mache, gibt keine Strafe. 8 bis 10 Minuten. Oder macht er das jetzt, weil wir noch nicht im Qualifying sind? Oder hätte ich den anderen jetzt auch machen können? Das weiß ich nicht. Oder ob der jetzt noch, ob das jetzt noch Zeit kostet. Das müssen wir mal sehen. Willkommen zurück in Sochi. Gleich schalten wir in die Boxengasse hinunter, wo die Autos für die Qualifying-Runden vorbereitet werden. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht, eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurvenfahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Wie der eben geredet hat. In dieser Session musst du nicht bis ans Limit gehen. Unser Tempo sollte locker reichen, um die Quali zu schaffen. Danke. Es hätte mir noch Zeit sozusagen gehabt und der hat das von vorher noch ausgebaut. Ich dachte, das würde der jetzt machen. Ah, okay. Dann müssen wir das am besten nicht im Training oder im Qualifying machen, sondern dazwischen immer, wenn man beim Laptop da ist. Das ist natürlich gut zu wissen. Hier ist natürlich alles gut. Das Einzige, was ist, ist das Scheiße. Und guck mal, wenn man das hier ausbaut, bis 15 Minuten und dann können wir nicht mehr fahren. Q2 und Q3 wird das auch nichts. Vielleicht vor dem Rennen können wir das auch machen. Und er schickt uns gleich mit Ultrasoft raus. Und dann haben wir hier nochmal Ultrasoft. Keine Ahnung, einmal Supersoft oder so. Keine Ahnung. Kann ich jetzt auch die nehmen? Ich nehm Supersoft. Komm. Oder? Nimmt der dann nämlich automatisch. Also, die müssten das dann eigentlich auch so selber aufziehen, wie beim Intro da eben, oder wo das vorgestellt wurde, hatten auch welche das aufgezogen. Das müssten die hier auch noch reinmachen, zum Beispiel. Währenddessen. Naja, aber also nur Kleinigkeiten. Komm, fliegende Runde. Wir haben ja gutes Tempo, haben wir ja gesehen. Trotz, dass die Gegner sehr stark sind. Aber irgendwann kriegen wir noch eine Strafe. Und in echt ist es auch so, mit dem Getriebe müssen die 5 Rennwochenenden halten. Wie ich vermutet habe. Ich glaube, wie alle anderen Dinge auch. Weil man nur 4 Dinge hat, Komponenten. Da kommt das ja ungefähr hin. Wegen 20 Rennen und so. Aber 6 ist eigentlich ein Fehler. Und deswegen kriegen wir noch eine Strafe. Normalerweise dann 5 Plätze. Mal gucken, wie das bei uns alles ausgeht. Jetzt müssen wir erstmal ins Q2. Lenkrad hätte, ne, könnte man glaube ich in 1 umlenken. Lenkrad ist wahrscheinlich noch besser. Ist teuer. Hätte ich auch mal ganz gerne. Für so ein Spiel, für so eine. Oder allgemein für so Rennspiele. Ja, war noch okay. Ich dachte, ich zu spät gebremst.
bisschen die Körbs mitgenommen. Letztes Mal 1,40 gefahren, ne? Aber allerdings mit Ultrasoft-Reifen und alles. Jetzt haben wir Supersoft. Mal sehen, was wir fahren. Du bist jetzt auf P3. P3 im Grid. 42? Puh. Ich weiß nicht, wie viel Unterschied das macht zu Ultrasoft. Keine Ahnung. Die Runde war nicht so Bombe, das weiß ich nicht. Das war nicht gut. Insgesamt ja, aber es ginge besser. Das ging auch besser. Wir sind aber gut dabei. Das war nicht gut. Es geht noch viel schneller auf jeden Fall. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Naja. Das sieht aber schon besser aus. Mal lieber hier rüber. Esteban ist auf P10. Ja, manchmal komme ich auch so in die Garage einfach. Kann man ja sozusagen machen. Ach komm, machen wir mal. Dauert mir zu lange. So. Sektor 1, ja, naja. Sektor 2 war aber sehr gut. Sektor 3 war und... Ach doch, das bin ja ich. Weil Sektor 2 war nichts, ne? Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,41,4. Na gut. Die Abnutzung habe ich jetzt gar nicht so drauf geguckt, da muss ich hier nochmal hier drauf gucken. 5%. Ich habe hier auch schon wieder 7%, obwohl wir das gewechselt haben. Und hier haben wir 12 schon wieder. Das ist 66, das ist 10, 1, 11, 35. Die haben wir aber eh nicht gewechselt. Puh, das dauert, das so verschleißt ganz schön, ne? Deswegen entwickle ich das auch alles im Moment gerade. Sind wir im sicheren Bereich? Ja. Ich hoffe. Auf 4 sind wir noch gerutscht. Hamilton hat noch die bessere. Oh, aber hier mit Ultrasoft, ne? Ah, der ist aber ziemlich schnell. Okay. Kurfälle gab es keinen. So, dann Q2. Ist ja noch alles trocken? Ach, im Rennen sieht das ja wieder anders aus. Das heißt, die Reifen kannst du eh verballern hier, ne? Und danach wird es eh Regenreifen geben. Wenn nicht alles täuscht. Ja, im Rennen sieht das dann so aus. So, jetzt fahren wir mit Ultrasoft, keine Frage.
Ich stand eh nicht von vorne, leider. Aber wir müssen natürlich dann so schnell, so weit wie möglich nach vorne uns platzieren, ne? Wirst wohl die Masse. Aber immer ein Williams vor uns. Die angebliche direkte Konkurrenz. Weil wir aber mit den Top-Teams kämpfen, ne? Der nicht optimal als auch nicht freie Bahn hier. Hm. Jetzt müsste schon seine verwirbelte Luft sein. Max auch teilweise. Deutlich schneller. Das hat er einen Reifen. Auch so, ne? Müsste eigentlich. Ja, der hält mich ein bisschen auf. Scheiße ist das. Wahrscheinlich wieder zwei Runden fahren. Ist auch eine schnelle Runde, ich weiß. Die lässt mich auch nicht vorbei, aber man kommt auch nicht vorbei. Okay, muss ich Abstand lassen. Die Runde ist morgs. Ohne freie Bahn. Kommt einer raus? Nein. Du bist zurückgefallen. Du bist momentan auf P7. Dass ich ihn nicht so schnell auf ihn wieder schließe. Benzin ist hoffentlich geht das Benzin noch nicht an. Nicht schneller als eben, ey. Ach, hab ich abgebrochen, okay, ja. Der Spritstand ist sehr niedrig, dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von zwei Runden an die Box. So. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, ich sehe es. Ja, das macht er schon, ne? Hier, zack. Ich habe gar keinen Timer hier. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge da also ist. So, kommen wir dann auch gut ins... Wir sind natürlich jetzt ein bisschen schnell, ne? Erster Sektor könnte besser sein. Habe ich aber schon mal besser gefahren, das weiß ich. Zweiten Sektor, warum sind die so schnell? Die beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 40,4. Vor allem nicht im dritten ganz gut, ne? Mach das mal so, ich traue dem Braten nicht ganz. Oder auch doch. Das sieht gut aus.
Nämlich Rangliste, Rennleitung, Vorfälle, Hülkenberg, Kurve abgekürzt, ungültige Rundenzeit. Ja, aber da wurde noch eine andere gefahren. Hat aber nicht ganz gereicht. Naja, ganz knapp nicht. So, jetzt zählt's. Jetzt geht's um die Wurst. Wir müssen möglichst weit nach vorne. Früher musste man seine Teile noch testen, die man entwickelt, ne? Aber jetzt ist es irgendwie nicht mehr so, naja. Vielleicht warten wir ein bisschen ab, wenn wir eine freie Bahn haben. Da fährt schon einer raus. Muss ich eigentlich auf der Karte sehen. Da ist er, okay. Bisschen beschleunigen, aber jetzt sind nicht ganz viele auf der Strecke. Jetzt nicht mehr so. Zack, machen wir. Und dann, vielleicht kommen noch mehr rein. Hoffentlich haben wir jetzt freiere Bahn. Ich weiß nicht, wie viele Minuten noch sind. So viel kann es ja nicht mehr sein, aber macht nichts. 4 Minuten. Das sieht gut aus auf der Strecke, okay. Ich weiß gerade natürlich nicht die beste Zeit. Wir müssen sowas ähnliches fahren. Der erste Sektor unter 36. Habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Ich werde die 6 hätte ich auch gefahren, okay. Nein, wir waren eben schon schneller, ich weiß. Super, das war die schnellste Runde. Klasse Zeit. Du bist auf der Pole Position. Das war, glaube ich, eine perfekte Runde. Ich weiß nicht, ob das noch viel schneller hätte gehen können. Muss man vielleicht mal die Sektorbestzeiten angucken. Erste Bahn ist gerade auf P9. Ist auch wichtig, dass wir neue Teile an Bord haben, dass man die perfekte Runde fahren muss, freie Bahn, das alles muss passen. Weil jetzt die Gegner werden flotter auf jeden Fall. Ein, zwei Fehlern oder so, dann werden wir wieder weit hin. Und dann noch die Strafe. Das wäre dann nicht so gut. Aber auch so trotzen wir wieder der Schwierigkeit. 50% der Gegner. Immer noch
thronen wir überall. Hoffentlich. Am Ende wird immer abgerechnet. Und ich fahre mich immer gut ein. In jede Strecke bis jetzt. Ja, aber hier sitzt Regen. Und ich konnte das Training 1 ja im Regen nicht fahren. Weil ich da meine Teile ausgebaut habe, die ich aber lieber zwischen den Sessions austausche, während man am Laptop da sitzt sozusagen. Das ist dann sinnvoll. Das wusste ich aber nicht. Ich glaube, das müsste ich immer machen. Ja, ein so ein scheiß Teil haben wir jetzt ja noch hier. Warte. Sehe ich jetzt nicht mehr. Okay. Das sah ja lustig aus. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Oh, bessere Zeit gefahren. Guck mal. Ein Bottas auch. India, Hamilton und Valtteri Bottas. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Ich stehe, glaube ich, leider auf 6. Das weiß ich aber nicht. Das sehen wir dann morgen. Hier sieht man noch nichts. Oh, jetzt hab ich beendet. Aha. Der speichert das ja hoffentlich, ne? Jetzt geht das. Warte mal, machen wir nochmal. Dann müsste ja erstmal ein Laptop kommen und das Ziel oder sozusagen. Und da mache ich aber noch nicht weiter. Da kann ich doch mein Teil austauschen, ne? Hoffe ich, dass das so möglich ist. Sonst kann ich ja das Rennen nicht starten. Oder darf man gar nichts mehr machen jetzt? Ich weiß es nicht. Hier alles, zack. Das sieht auch gut aus. Das sieht auch hier gut aus. Voicemail. Hi, Emma hier. Ich wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. Fünfter, Ocon schlagen und 9. in der Meisterschaft. Ah, kriegen wir hin. So, Leppi. So, machen wir mal. Zack. Gehe zu Rennen will ich noch nicht. Laptop schließen? Nee. Okay. Dann sehen wir uns dann beim Rennen wieder, würde ich sagen. Bei F1 2017 Karriere. Mal gucken, ob wir auf 6 starten oder wo auch immer. Müsste eigentlich. Okay, bis morgen. Tschüssi.